Hallo liebe Duftis und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video, diesmal vom März. Da hat sich wieder einiges angesammelt, ja, und wir legen einfach mal gleich los. Als erstes hatte ich so ein Glas, die gab es bei uns, ich glaube 2,99 haben die gekostet. Ich weiß gar nicht, ob dran steht, wie schwer, nee, wie viel da drin ist es nicht. Das ist ein Vanilleduft und ich habe den zweimal eine 2 gegeben. Ein wirklich super toller Duft. Er hat, ist ein bisschen blöd abgebrannt, wie ihr seht, aber dieser Duft, oh, der riecht wie Vanillepudding oder so Vanillejoghurt. Und ich muss sagen, von der Intensivität her, der war wirklich toll. Ich hatte den im Flur gehabt, man ist reingekommen, man hat den wirklich sehr, sehr gut gerochen. Also der war wirklich toll. Und das für 2,99 Euro, da, ja, das war wirklich klasse. Da habe ich mir noch welche auf Vorrat gekauft. Dann habe ich von Yankee Candle was verdüftet. Aber so großes Glas von der Pure Radiance Edition und das war der Duft Sugarflower. Er ist gut abgebrannt. Ich habe den, glaube ich, nicht draufgeschrieben. Er ist gut abgebrannt und hat auch sehr toll geduftet. Ich finde, also so wie es hier drauf ist, wie diese wie Zuckerguss oder wie die Zuckerperlen oder sowas. Auf jeden Fall zuckrig und süß und ein richtig schöner, toller Duft. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der auch so gut wahrnehmbar ist. Aber den fand ich, der war auch super. Zur Seite stellen. Dann hatte ich, ich glaube, das hatte ich von Kerstin, einmal Kringle Candle, Coconut Snowflake. Dieses Label ist ja richtig süß. Und der Duft, ich war echt überrascht, war gut wahrnehmbar. Aber vom Duft her, also er hat richtig schön nach Kokosnuss geduftet, so. Gar nicht diese süße Kokosnuss, sondern eher so, es gibt auch so Bodylotion und so, die halt nicht so süß kokosnussig ist, sondern so ein bisschen cremiger, sage ich jetzt mal. Aber er hatte, das rieche ich jetzt kalt nicht, aber warm hatte der so eine kleine minzige Note hinter und die hat mir leider nicht so gefallen. Aber sonst, ohne diese Minznote wäre der richtig toll gewesen. So, Augenblick, oh, ist gerade alles umgefallen. So, jetzt steht alles wieder. Dann kommen wir schon zu den nächsten. Ups, nicht runterfallen. Das nächste war von Longcane Primitives oder so. Jo, ich spreche es richtig aus. Watermelon Lemonade hat man auch sehr gut wahrgenommen. Und der Duft, ja, wie eine Wassermelonenlimonade. Also sehr, sehr lecker. Ja, eigentlich ein schöner Duft für den Sommer auch gewesen. Wir haben es halt im Frühjahr verdüftet, ist ja auch egal. Aber der war wirklich sehr toll. Dann hatte ich Sniff My Tarts Vanilla Sugar Brezel Whipped Cream. Ach, meine Kamera will heute nicht so. Hat man auch sehr gut wahrgenommen. Also Brezel hat man nicht so gut rausgerochen. Er hat eigentlich sehr, sehr süßlich gerochen. Süßlich, cremig. Aber trotzdem so ein, als Mich-Foodie-Fan war der schon gut. Und dann nochmal von Longcane Primitives.
Entschuldigung für meine Aussprache manchmal. Das war Blackberry Piselle. Hätte leider ein bisschen intensiver sein können. Und von Duft her muss ich mal auf meinen schlauen Zettel gucken. Ja, er hat süß, cremig und fruchtig nach Blackberry gerochen. Dann hat sich von Country Lane Keepsakes Blueberry Cheese Danish. Den hatte ich von Janine, das weiß ich noch. Und der, och, der war richtig toll. Einfach leckere, süße Blaubeere. Entschuldigung, Blaubeere. Cheese sollte vielleicht Cheesecake oder so sein, das habe ich nicht so rausgerochen. Also er hat einfach richtig nach süßen, leckeren, fruchtigen Blaubeeren gerochen. Dann hatte ich von Sweet Angel Scents Cinnamon Heaven. Der Duft war in Ordnung. Ich muss mal gucken. Er hat wie Zimt und Zucker gerochen. Also wie jetzt, ja, ohne Milchreis, also Zimt und Zucker ohne Milchreis. Dann hatte ich noch mal von Sniff My Tarts Blackberry Jam Cookie. Hätte ein bisschen intensiver sein können vom Duft her. Aber wie fand ich den noch mal? Da haben wir ihn. Er hat beerig gerochen, aber nicht süß. Und da ich ja eine kleine Süße bin, also was jedenfalls dufttechnisch angeht, hätte er ein bisschen intensiver sein, ein bisschen süßer sein können. Und intensiver auch. Oh, ich muss mal gucken, ob jetzt. Entschuldigung, irgendwie will mein Handy heute nicht fokussieren. So, jetzt geht es aber besser. Und dann hatte ich noch von, ich glaube, das ist Vintage Chic Scents Bluebird Café. Der ist aber schon ein bisschen her. Da muss ich mal drauf gucken, wenn ich es mir wieder aufgeschrieben habe. Dü. Ja, doch da. Er hat süß und milchig gerochen, obwohl ich ja nicht so dieser Milchfan bin, weil ich finde, Milch hat, besonders dieser Sugar-Milch, hat für mich so eine Unternote drin, die ich überhaupt nicht mag. Aber dies hat einfach nach frischer Milch gerochen. Nach richtig süßer, frischer Milch. Und dann drücken wir einfach mal hier auf. Dann kommen wir zu Tasty Scents. Von Tasty, ich bin schon durcheinander. Bea's Wax Bakery meinte ich. Da hatte ich einmal Schlaraffenland. Hätte auch ein bisschen intensiver sein können. Ich hatte es in der Teelichtduftlampe drin im Bad. Also mein Bad ist ein bisschen. Also es ist ein kleines Bad. Deshalb hätte es trotzdem ein bisschen intensiver sein können. Ich gucke mal, ob ich irgendwas zugeschrieben habe, aber ich glaube, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Wie immer. Ich vergesse immer irgendwas. Nee. Ich weiß nur, dass der ganz am Anfang war. Also wenn ich so eine Tüte dran schnupper, er riecht süß, fruchtig, aber so, es tut mir leid, habe ich mir nicht genau aufgeschrieben. Dann hatte ich Blueberry Muffin und das war auch wieder so ein toller Duft. Auch richtig süß, richtig zuckersüße Blaubeeren. Und dann noch so eine leichte teigige Note hinter. Der war wirklich genial. Also, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann nochmal von Bea. Hätte
Happy New Year, Himbeer und Schneekönigin. Ich kenne die Düfte außer Himbeer natürlich nicht einzeln. Hätte auch ein bisschen intensiver sein können. Ach, jetzt habe ich Schlaraffenland gefunden. Also Schlaraffenland hat nach Bonbons süß, zuckrig und fruchtig gerochen. Jetzt gucken wir aber nach Happy New Year. Nicht mehr so viel, da haben wir es. Er war süß, zitronig, minzig und so eine ganz leichte Himbeernote hinter. Aber er hat mir bestimmt nicht so gut gefallen wegen der minzigen Note. Ich bin ja nicht ganz so der Minzfan. Dann Jungle Ice Cream. Der war also schön intensiv. Und wie hast du gerochen? Ich habe die doch vor eben gerade gesehen. Da. Er hat nach Gurke süß, frisch und parfümig gerochen. Mal gucken, ob ich da noch sowas dran schnupper. Ah, jetzt riecht er eigentlich nur so frisch. Ja, auf jeden Fall fand ich den doch. Fand ich den ganz gut. Und das letzte von Bea war Federblau, Kuschelweich und Schneekönigin. Hat sehr frisch gerochen, wie ein Waschmittel. Wie gesagt, das ist ja auch wieder alles. Ich glaube, Kuschelweich ist ja so. Ein Weichspüler, Spülmittelduft und wie gesagt, Federblau und Schneekönigin kenne ich gar nicht. Aber ja, wäre eigentlich wahrscheinlich gut gewesen, auch für den Sommer, wenn es wieder richtig schön warm ist. Aber ich musste ihn einfach mal testen. So, jetzt will ich erstmal ein Schlückchen trinken. Wie erzählt, muss man auch viel trinken. So. Und dann hatte ich noch drei Sachen von Sweet Mamselle. Da hatte ich einmal Christmas Vacation. Ich weiß, das hat sie irgendwann vor Weihnachten gemacht, aber nicht letztes Jahr, entweder davor das Jahr oder davor das Jahr. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Hätte ein bisschen intensiver sein können. Ich weiß, dass der mal super intensiv war. Vielleicht, weiß ich nicht, lag er einfach zu lange. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, der Duft war sehr lecker. Ich will mal gucken, ob ich mir ja, ein süßer Kuchen mit Schokostücken habe ich mir aufgeschrieben. So hat er geduftet. Also wieder genau meine Richtung. Oh. Dann hatte ich einen Mystery Tart. Ach, mit einem Hafen hier dran. Das werden wir jetzt mal. Ein Mystery Tart von Sweet Mamselle. Mystery Tart, das sind ja, glaube ich, immer aus Customer-Sachen immer irgendwas zusammengemischt. Sie hat auch mal ein Video gemacht, wie sie die herstellt. War schon sehr interessant. Und der Mystery Tart war süß, erdbeerig und kuchig. Also auch wieder vom Großtyp her meins. Er hätte aber wieder ein Stückchen intensiver sein können. Und das letzte von Sweet Mamselle war Strawberry and Friends. Ein süßer, leckerer Erdbeerduft. Ich habe mir den aber so ein ganz kleines bisschen übergeschnuppert. Ich hatte nämlich in der Customer bei ihr kann man sich ja so einen Riesenpein machen lassen. Und da hatte ich mal Strawberry and Friends, ja. Da hat man wirklich sehr lange was für Düfte dran. Das ist nämlich ein Riesenstück. Deshalb ist er super, super toll für alle Erdbeerfans. Aber ich muss, glaube ich, davon erstmal nochmal
ein Halbjahrespause oder Jahrespause machen, bevor ich wieder sage, ja, der ist super. So, das war's mit Sweet Mamsell. Nur ganz kurz. Fliegt alles runter. Erstmal hier ein bisschen aufschieben. Wir haben ja alles so schön hingelegt. Eigentlich wieder alles runterfliegt. So, dann habe ich noch ein paar Eisflower-Düfte verdüftet. Der erste war Cake Batter Ice Cream. Hätte auch wieder ein bisschen intensiver sein können. Aber von Duft her ein richtig süßer, leicht vanillige Creme, würde ich sagen. Ob es eine Eiscreme oder eine Puddingcreme oder was weiß ich ist, ist ja, sage ich jetzt mal, egal. Aber er war süß, er war lecker, aber so ein Stückchen intensiver hätte er ruhig sein können. Ich glaube, ich finde, also ich persönlich finde, Cake Batter Ice Cream ist auch eher so ein schöner Blendpartner, der macht einfach alles ein bisschen cremiger. Aber so alleine für mich ist er. Nee, da fehlt noch irgendwas. Dann hatte ich Cookies and Cream. Ein Duft, den man gut wahrnehmen konnte. Aber Milk und Cookies and Cream habe ich gesagt. Milk and Cookies. Ja, aber ihr könnt ja selber lesen, was ich da immer falsch erzähle. Er hat leider nach Sugar Milk gerochen. Also vanillig mit Sugar Milk. Jetzt kriege ich das Ding hier gar nicht mehr an. Ja, vanillig nach Sugar Milk und also keksig auch, aber. Nee, und dieses Milchige mag ich ja leider gar nicht so und deshalb war der jetzt nicht so toll für mich. Dann Blueberry Nights, ein super süßer, intensiver Blaubeerduft. Mal gucken, ob er noch was. Oh ja, eine richtig frische, süße Blaubeer. Einfach lecker. Lecker und toll. Dann hatte ich Zuckerpflaumen von Eisflower. Da muss ich aber auf meinen schlauen Zettel mal gucken. Er hat flaumig, zuckrig und leicht säurig gerochen. Also wenn ich jetzt so dran rieche, rieche ich ja Pflaumen und Zucker. Ich weiß nicht, warum ich da Sauer hingeschrieben habe, aber wenn ich das hingeschrieben habe, dann wird das ja wohl wahr sein. Also ein schöner, toller Pflaumenduft. Und dann habe ich den Ken ja auch ganz, ganz viele. Einmal Wolke 7 gehabt. Und Wolke 7 ist wirklich ein schöner Duft. Eine leichte, frische Zitrone. Ah. Die Zitrone erinnert mich auch an irgendwas. Ich weiß jetzt nicht mehr an was. Aber ein wirklich schöner, schöner Duft. So, und nochmal ein Schlückchen trinken. Und jetzt geht's weiter. Dann mit Beautiful Fragrances. Da hatte ich Amazing Sweet Kitchen. Und oh mein Gott, ich bin froh. Ich glaube, habe ich noch ein Clamshell oder irgendwas anderes habe ich dafür noch. Ich bin so froh darüber, weil das genau mein Duft ist. Und der erinnert mich an von Sweet Mamsell Cotton Candy Cake Pops. Also der ist sehr ähnlich. Ein süßer Duft nach Bonbons, nach Popcorn. Oh, also wirklich. Joyce hatte mir, glaube ich, ein Goodie reingenäht oder. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie mir geschrieben, dass das genau mein Duft wäre. Und Joyce, du hattest vollkommen recht gehabt, dass das genau meins ist. Also der Duft ist der Hammer. Ich liebe ihn.
Dann Sweet Pancakes und Maple Sirup. War schön intensiv, aber der Duft hat mir überhaupt nicht gefallen. Als er so kalt geschnuppert, riecht er eigentlich nur leicht zitronig. Ja, dann gucken wir mal wieder auf der Liste drauf. Er hat nach süßen Ahornsirup gerochen, hatte aber so eine, ich glaube, dieses Maple war das, was mir nie so gefallen hat. Nee, also er war okay, aber ich glaube, den würde ich jetzt nicht nochmal kaufen. Dann hatte ich Snow Taffy. Und Snow Taffy, okay, ist so noch was von Schnupper. Also hier riecht er sehr süß-zuckrig. Ja, wo ist er denn? Süß-kuchig und keksig hat er gerochen. Dann habe ich noch ein paar Clamshells verdüftelt. Der erste war Cake Bake. Cake Bake ist auf jeden Fall ein kuchiger Duft gewesen. Hätte ein Stückchen intensiver sein können. Ich habe doch vorhin Cake Bake gesehen. Ja, da. Kuchig und süß hat er gerochen. Also, wie ich gesagt habe, einfach ein schöner Kuchenduft. Dann das nächste Clamshell ist Hot Buttered Birthday Cake und Strawberry Glaze. Die habe ich eben gerade auch gesehen. Erdbeerig, fruchtig. Ja, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Vorrangig Erdbeer? Ich muss noch mal. Nee, er hat warm auf jeden Fall anders geschnuppert als kalt. Weil hier riecht er noch, hat noch so eine kuchige, teigige Note. Und ich glaube, warm war eher so die Erdbeere im Vordergrund und nicht dieses kuchige dahinter. Dann hatte ich Snow Taffy, das hatte ich ja schon als Sandshot. Wirklich sehr toll, bloß ob meine Nase wieder gesponnen hat oder bei denen hatte ich halt, wie intensiv ich ihn fand, eine 3 bis 4 gegeben, einem anderen eine 3. Liegt auch manchmal, glaube ich, an der Nase und an der Tagesform. Ja. Und das letzte Clamshell war Pistazie-Pudding und Vanille-Eiscreme. Und Pistazie-Pudding ist ja eins meiner Lieblingsdüfte. Richtig. Ich habe noch keinen Pistazienpudding, glaube ich, gegessen, nur Pistazienjoghurt. Auf jeden Fall richtig süß, lecker und diese Vanille rundet es noch richtig toll ab. Also, oh ja, einfach toll. Ich liebe Pistazie als Duft. So, jetzt muss ich einmal aufrücken. Dann kommen wir aber jetzt wirklich zu Tasty Scent. Von Tasty Scent hatte ich einmal My Wish verdüftet. Da muss ich aber wieder drauf gucken. Auf jeden Fall hätte er ein bisschen intensiver sein können. Der war süß, frisch, aber etwas wässrig. Jo. Dann, hoffentlich kann man es sehen, Nivea Type und Pink Chiffon oder Chiffon, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Duft war sehr gut wahrnehmbar, aber
Pink Chiffon ist leider überhaupt nicht mein Duft und Nivea kann ich schon manchmal düfteln, aber manchmal auch nicht. Es ist halt dieser frische Duft und manchmal kriege ich von frischen Düften, da kribbelt mir einfach meine Nase und ich muss anfangen zu niesen. Und dieses Pink Chiffon, nee, also war nicht ganz so meins. Dann hatte ich einen kleinen Sandshot in Sherry Sandalwood Vanilla. Da muss ich aber auch wieder drauf gucken. Alles kann ich mir leider nicht mehr merken, was ich verdüftel. Aber ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich habe beides eine 2 gegeben. Nee, ich habe es doch eben gerade gehabt. Er war kirsch, holzig, vanillig und süß. Und das mag ich ja. Ich liebe ja Kirsche und ich liebe auch so holzige Düfte. Ich habe aber, glaube ich, noch nicht zusammen was verdüftelt, Holz und Kirsche. Wäre aber eigentlich auch mal eine Idee. Sandalwood mit Black Sherry oder so. Muss ich mal testen. Auf jeden Fall fand ich ihn sehr toll. Dann hatte ich aus meiner Kaste mal einmal Creamy Coconut und Blueberry. Man hat beides gut rausgerochen, also die Blaubeer und die Kokosnuss. War die Blaubeer fand ich jetzt nicht ganz so süß. Sie hätte ein Tückchen süßer sein können. Ich glaube, dann fände ich ihn auch noch besser. Also er war gut. Ich glaube, ich würde ihn mir so mit einem anderen Blaubeerduft bestellen. Einfach ein Blaubeerduft, der ein bisschen süßer einfach ist. Und das letzte von Tastesense war Birthday Cake und Cake Batter Fudge. Da ist schon ein bisschen länger hier. Muss ich mal wieder drauf gucken. Er hat süß, bonbonartig und etwas vanillig gerochen. Das war's jetzt mit Tasty Sense. Und dann rutschen wir hier mal weiter auf. So. Und wir kommen jetzt zu Blumen. Aber erstmal trinke ich noch mal wieder was. Das erste, was ich von Blue Moon hatte, das war Raspberry Cream Pie. Und der ist, weiß ich, dass ich in den Anfang des Monats hatte. Cremig, milchig und süße Himbeere habe ich mir aufgeschrieben. Dann hatte ich Lemon Ice Box Cookies. Kennen ja bestimmt auch schon einige. Lemon Icebox Cookie riecht für mich nach Zitronenkeks. Zitronenkeks mit Zitronenzuckerguss oben drauf. So fand ich ihn jedenfalls. Kriegt man wieder Hunger. Dann hatte ich von Blue Moon Mr. Pepper gehabt. Der war auf jeden Fall schön intensiv. Mr. Pepper riecht, glaube ich, nach dieser orangen, amerikanischen Orange. Oh. Ich kann nicht mehr reden, ey. Nach dieser amerikanischen Orangenlimonade. Ja, wenn nochmal was rieche, wenn ich dran rieche. Ja, wenn ich so dran rieche, riecht er für mich zimtig. Aber ich glaube, Mr. Pepper war diese Orangenlimonade. Dann einmal auch einer meiner Lieblingsdüfte, Coconut Cream Pie und einfach richtig süße, leckere Kokosnuss und dann noch diese Note von Blue Moon, dieses Kuchige dahinter, einfach perfekt, einfach genial.
Dann hatte ich noch Blood Orange Vanilla. Und Blood Orange Vanilla riecht für mich nach Blutorange. Ich hatte schon mal gesagt, an was mich das erinnert. Also Blutorange Vanille, cremig süß. Oh, an was erinnert mich das? So Kief. Es gibt ja auf jeden Fall so von Blutorange so ein Kefir. Ich glaube, den gab es mal bei Aldi. Ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, wo es den gab. Auf jeden Fall erinnert der mich an den. Also der Geruch erinnert mich an den. Und oh, ich krieg Hunger. Ich muss bald mal was frühstücken. Dann hatte ich aus der Tea Time Edition, ich hoffe, ihr könnt es sehen, Sherry Marzipan. Er hat schon teig gerochen. Marzipan kam nicht so zum Vorschein. Ich finde, er hat wie so ein leichter Kirschtee gedüftelt und nicht wie Kirschmarzipan. Aber wenn das so die Tee-Edition war, also so wie Tee, steht ja auch manchmal halt was drauf, was man halt, finde ich, jedenfalls nicht immer unbedingt rausschmeckt. Aber er war okay. Und das letzte von Blue Moon war Blueberry Tea. Den hat man auf jeden Fall gut wahrgenommen. Der hat nach, ja, also wie es drauf steht, nach Blaubeertee gedüftelt. So. Und jetzt kommen wir zur letzten Firma. Ihr wisst ja bestimmt schon, wer kommt. Die, von der ich einfach am meisten habe. Und zwar von Wohlfühlmomente. Das erste, was ich von Wohlfühlmomente hatte, war Glühwein. Ja, und Glühwein hat schon sehr nach Glühwein gerochen. War fruchtig, zimtig, süßlich, also ein richtig, richtig schöner Winterduft gewesen. Dann hatte ich das war auch, ist auch ein winterlicher Duft. Redneck Apple Cider hat also habe ich sowas schon mal getrunken, überlege ich gerade. Ich glaube nicht. Also ich finde er vom Geruch her auch so leicht in die Glühwein-Richtung, hat aber dieses Apple, steht ja auch drauf, halt Apfel hinter gehabt, war ein bisschen zimtiger als der Glühwein-Duft. Aber durch den Apfel habe ich dem ein kleines Minuschen gegeben, weil ich ja nicht ganz so der Apfelfan bin. Ist aber jetzt, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Da ist ja jeder anders. Dann hatte ich Sparkling Candy. Und Sparkling Candy, schlaue Liste wieder her. Dim, 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 dim. Wenn ihr mal meine Schrift lesen könnt. Ein süßes Bonbon. Also süßbonbonartig, wie diese. Also nicht so fruchtig, sondern wie diese süßen, zuckrigen Bonbons. Dann habe ich Burumba verduftet. Was war denn nochmal Rumba? Mava Marshmallow. Ich weiß es nicht, ihr müsst mal in der Gruppe gucken. Ich werde auf jeden Fall mal gefragt, was wegen Buruma, welcher Duft das ist, also welche drei Düfte das sind. Und wer das richtig erraten hat, der hat, glaube ich, den Duft gewonnen oder sowas da. Ich gucke jetzt erstmal, wo ich den finde. Zimtig Marshmallow, nicht so süß. Also hätte für mich ein bisschen süßer sein können. Nee, ich rieche da jetzt nicht mehr dran. Ich rieche da nichts mehr raus. Nicht mehr dran. Also er hätte einfach ein bisschen süßer sein können. Ich glaube, dann fände ich ihn auch. Hätte ich ihn auch besser gefunden. Dann hatte ich ein Goodie in Cherry Vanilla und Cherry Vanilla, oh, es ist ein schöner Duft.
Dann muss ich mir aber mal gucken, ist auch schon wieder ein bisschen her. Süße Kirsche, etwas wässrig, wie ein Kirschwassereis. Ihr kennt ja früher bestimmt als Kind diese in Plastik, diese langgezogenen Wassereis. Und da gab es auch Kirsche von. Also an das hat mich das erinnert. War auf jeden Fall sehr lecker. Dann Mandelplätzchen, Cream Cheese Frosting und Coconut Bites. Und den fand ich sogar ganz gut. Mandelplätzchen ist nicht mehr so eins meiner Favoritenkuchen-Keksdüfte. Aber war okay, man hat alles gut rausgerochen, auch den Coconut Bites, aber der war jetzt nicht so stechend. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich Coconut Bites überhaupt nicht abkonnte. Aber wir nähern uns langsam wieder an und werden, glaube ich, wieder Freunde. Weil so schlecht fand ich den jetzt nicht. Ich muss sagen, ich habe auch irgendwas im Bad mit Coconut Bites drin. Da dachte ich wohl auch, ja, das riecht angenehm. Also, wir nähern uns wieder an. Auch nochmal was trinken. Dann einmal Banana Daiquiri. Und ja, kennen ja bestimmt viele, besonders die Bananenfans. Banana Daiquiri ist auch ein schöner Bananenduft. Er ist nicht ganz so intensiv wie der normale Bananenduft, aber ich finde, er ist auch nicht ganz so künstlich. Ich habe noch nie Banana Daiquiri getrunken oder dran gerochen oder so. Also darüber kann ich jetzt nichts sagen, aber ich finde, er hat... bei Banana riecht zum Beispiel sehr künstlich. Der ist nicht ganz so künstlich, riecht auch so in die Getränkerichtung, würde ich sagen. Ich weiß ja nicht, ob es unbedingt der Kiri ist, aber ich finde ihn auf jeden Fall toll. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Dann habe ich einmal Summer Boat Walk gehabt. Da muss ich wieder drauf gucken. Auf jeden Fall war es nicht so ganz mein Duft gewesen. Also er hat keksig, nicht süß und milchig gerochen. Wahrscheinlich lag es wieder an der Süße. Ich mag ja immer sehr süße Düfte, dass ich den so, naja, fand. Ja, aber wir testen. Man muss ja alles mal testen. Dann hatte ich Malibu Heat. Malibu Heat ist, glaube ich, ein schöner Duft für den Sommer. Da muss ich auch noch mal drauf gucken auf meiner Liste. Süß, Ananas und Putrig hat er gerochen. Obwohl Ananas, ich hatte auch eine Zeit lang Ananas nicht so gerne gemacht. Ich glaube, Ananas und ich nähern uns langsam auch wieder an. Also ich fand den sehr lecker. Dann hatte ich, glaube, das war die Outlander Edition. Bin mir nicht ganz sicher. Cleaners Breakfast gehabt. Cleaners Breakfast hätte für mich wieder ein Stückchen intensiver sein können, aber war auf jeden Fall sehr lecker. Nach süßer Marmelade habe ich mir aufgeschrieben. Eine süße, frisch gemachte Marmelade. Also auch wieder sehr lecker. Dann eine Custom Order Strawberry Sugar, Schlagsahne und Marshmallow Bomb. Hätte für mich auch wieder so ein Tückchen intensiver sein können. Aber wie fand ich ihn denn? Von Duftchen her. Wenn man nicht, da haben wir es. Süß, zuckrig und leicht erdbeerig hat er gerochen. Hätte aber, wie gesagt, trotzdem ein bisschen intensiver sein können. Dann hatte
hatte ich ein Täfelchen in Cake Batter Ice Cream und Mulberry. Man hat diesen Mulberry, ich weiß gar nicht, was ist ein Mulberry, ist Maulbeere, glaube ich. Da habe ich noch nie dran gerochen. Deshalb weiß ich nicht, wie Maulbeere richtig riecht. Also nur jetzt vom Duft her. Also Mulberry war auf jeden Fall sehr stark vertreten. Der Cake Batter Ice Cream hat es einfach noch ein bisschen sanfter gemacht. Und wer Mulberry nicht kennt, es ist schon ein fruchtiger Duft. Er ist nicht so süß, finde ich. Er ist eher so ein... Ja, herb ist er auch nicht. Also so ein Mittelding. Aber ich glaube, man muss einfach mal dran schnuppern, um zu wissen, ob man den mag oder nicht mag. Ich finde ihn toll. Also ich mag Mulberry. Aber ist ja, jeder Duft ist ja immer Geschmackssache. Dann hatten wir Black Cherry, Schlagsahne und Sweet Bakery Doo. Und ja, Black Cherry, Sweet Bakery Doo, auf jeden Fall super toll. Schlagsahne hat man ganz wenig rausgerochen. Ich glaube, man hätte auch die Schlagsahne weglassen können und es wäre trotzdem ein super, super toller Duft gewesen. Dann hatte ich Sugared Vanilla Bread und Berrylicious. Hat mir leider nicht so gefallen, wegen dem Berrylicious. Also man hat hauptsächlich diesen Berrylicious rausgerochen, nicht den Sugared Vanilla Bread. Und der Berrylicious riecht aber nicht wie der von Yankee Candle. Der von Yankee Candle ist ja sonst ein sehr süßbieriger Duft gewesen. Und der hier riecht leider überhaupt nicht süß. Er hat irgendeine Unternote gehabt, die mir nicht ganz so gefallen hat. Also er war okay, aber... Ich würde mir den nicht nochmal bestellen. Dann noch aus dem Adventskalender von 2015 einmal Kirschblunder. Und Kirschblunder ist ein Traum. Wie es drauf steht, wirklich wie ein Kirschblunder, wo ich den gerochen habe. Ich habe an eine Bäckerei gedacht, wo diese, ich weiß gar nicht, bei uns heißen die glaube ich nicht Kirschblunder. Ich weiß nicht, wie die bei uns heißen. Dieses Gebäck, wo unten drunter so eine also ein Blätterteig, dann ist eine Vanillesoße und dann kommt oben so Kirsche drauf. Oh, so hat der geduftet und ja, ich bekomme jetzt Hunger. Er war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. So, nochmal was trinken. Dann Coconut Butter. Und Coconut Butter hatte ich. Müsste ja im Prinzip auch schon fast jeder kennen. Einer meiner Lieblings-Kokosnussdufte. Einfach genial. Ich liebe ihn. Dann Melonball Fizz. Und Melonball Fizz ist ein richtig schöner, intensiver Melonenduft. Und der ist echt genial. Ich freue mich schon drauf. Ich habe den mir jetzt, glaube ich, Melbourne Fitz mit Salty Sea einmal ein Pie machen lassen und einmal noch ein, glaub, ein Herz dazu oder so. Aber da freue ich mich mega drauf, weil der Duft ist wirklich was für... Wann kann ich noch jetzt verdüften? Aber halt für den Sommer kann ich mir super gut vorstellen, dass der einfach richtig knallen wird. Da bin ich gespannt drauf. Auf jeden Fall für Melonenduftliebhaber. Ein Muss. Dann hatte ich Cake Batter Ice Cream und wie ich schon bei Ice Flower gesagt habe, Cake Batter Ice Cream ist zwar ein schöner Duft, ich finde aber, es ist wirklich ein Blendpartner, weil für mich alleine ist der einfach nicht intensiv genug. Man kann ihn nehmen und irgendwas ein bisschen abzurunden, ein bisschen cremiger zu machen, aber so alleine, nee, alleine werde ich den hier nicht mehr bestellen. Dann Strawberry Melon. Strawberry Melon ist auch wieder ein super, super, super toller Duft. Erdbeere mit, ich weiß gar nicht, Melon, war das eine Wassermelone oder so? Oh, ich rieche da nichts mehr raus. Auf jeden Fall ein schöner Melonenduft. Ich glaube, es war eine Wassermelone. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und der ist wirklich der Hammer. Der ist klasse. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, war der aus der Rodeo-Edition oder so?
Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ist der toll. Und ich weiß jetzt nicht, ob der noch in der Kasse mal drin steht oder ob der schon gemacht wurde. Aber ich habe mich dazu auf jeden Fall eingetragen. Und jeder, der Erdbeer und Melone mag, kann ich nur empfehlen. Dann einmal dieser hier, das war Dark Chocolate Cinnamon Donut und Marshmallow Heaven. Und oh ja, der war richtig toll. Dunkle Schokolade, zimtig und dann dieses Marshmallow Heaven. Wirklich ein Himmel. Der war sehr toll. Und hat, naja, es war ja mehr jetzt einmal auch noch ein bisschen kühl, hat da halt auch sehr gut hingepasst. Dann haben wir auch nochmal Coconut Butter. Frag mich nicht, warum der andere eine 3 und eine 3 bekommen hat und der hier eine 2 und eine 2. Wie gesagt, manchmal ist auch, es ist auch Tagesform abhängig. Das eine hatte ich, glaube ich, auch im Bad und das andere hatte ich im Wohnzimmer. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall, also Coconut Butter ist einer meiner Lieblingsdufte. Dann ein Täfelchen Sweet Bakery Duo mit Toasted Marshmallow. War eigentlich sehr lecker. Dieses Sweet Bakery Duo riecht ja für mich wie so ein Kuchenteig. Aber ich mag diesen Toasted Marshmallow nicht so gerne. Ich finde, es gibt viel, viel bessere bessere Marshmallow-Düfte anstatt dieser hier. Also mit einer anderen Marshmallow, Marshmallow Fluff, Marshmallow Bomb, Marshmallow Helm oder was weiß ich, was es da alles gibt, hätte der mir, glaube ich, noch ein Tickchen besser gefallen. Dann einmal das hier, Blackberry Jam Butter Cookie, Cotton Candy Frosting und Vanilla Sugar Waffel Cone. Kann schon bald nicht mehr reden, Entschuldigung. Ich weiß, warum Moni Blackberry Jam Butter Cookies liebt. Zwar mit Cake Batter Ice Cream, glaube ich. Aber ich finde alleine der Duft ist schon genial. So ein richtig kräftig, süßiger, kuchig-keksiger Duft. Und Cotton Candy war so leicht im Hintergrund. Und Vanilla Sugar Waffelkorn habe ich da nicht rausgerochen, aber es war mir egal. Blackberry Jam Butter Cookie ist ein toller Duft und deshalb fand ich das jetzt nicht schlimm. Ups. Dann, oh, es hängt wieder ein Härchen dran. Hat sich ein Täfelchen Orangenmeringe Maracuja und Marshmallow Bump. Man hat die Orange und die Maracuja sehr gut rausgerochen. Marshmallow hat so leicht so im Hintergrund sich hin und her bewegt, sage ich jetzt mal. Hat man auch gut wahrgenommen. Ja, war eigentlich ein leckerer, süßer, fruchtiger Duft. Dann haben wir einmal ein Goodie in Beach Patrol. Ich weiß nicht, zu welchem das gehört oder was weiß ich. Auf jeden Fall war der toll und ich will eigentlich noch mehr davon haben. Ich guck mal, wo ich den finde. Er hat nach Meer gerochen, Männerduschgel und Sand. Also wie ein super sexy Mann am Strand, der sich gerade geduscht hat. Also der hat mir super gefallen. Ich hoffe, der kommt irgendwann nochmal wieder rein. Dann einmal Chamomile Tea. Chamomile Tea ist ja ein schöner, intensiver Duft. Ich finde es auch so ein schöner, kuscheliger, entspannter Duft. Aber am Chamomile Tea muss ich immer an den von Yankee Candle denken. Und der ist ja recht süß. Der hat so diese Honignote mit hinter. Das hat der leider nicht. Da hätte ich mir gewünscht, wenn diese Honignote, glaube ich, noch dahinter wäre, dann, dann wäre der richtig genial. Aber so ist er. Er ist okay, man kann ihn verduften. Es ist ein schöner, entspannender Duft. So, zwei Sachen haben wir noch. Dann hatte ich einmal Butterscotch, Vanilla Bean Well und Cream Cheese Frosting. Und ja, also man hat ihn gut wahrgenommen, aber ich weiß es nicht, was mir daran nicht gefallen hat, ob es der Butterscotch war oder so. Ich gucke nochmal rein, was ich hier auf meiner Liste geschrieben hatte.
Ja. Also er hat karamellig und leicht Maggi-artig gerochen. Und das mochte ich nicht, diese leichte Maggi-Note hinter. Aber wenn die nicht gewesen wäre, fände ich den, glaube ich, besser. Dann einmal Walnut-Biscotti. Und das war auch nicht ganz so mein Duft. Der hat nussig-keksig, nicht süß gerochen und leicht auch diese Maggi-Karamell-Note, aber nur ganz leicht. Aber trotzdem eher, nee, er hätte ein bisschen süßer sein können. Und das letzte, was ich hatte, das war noch von Ostern letztes Jahr. Das war Tipsy Shock Eggs. Auf jeden Fall war der sehr lecker. Der hat schön schokoladig gerochen. Ich will mal gucken, ob ich mir genau nach süßen Schokoladenhasen hat der gerochen. Also der war toll. Den fand ich auch lecker. Ja, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zusehen. Das war mein aufgebrauchter März. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!